Die Grünen haben eine eigene Stiftung, welche die deutsche Politik immer enger an Amerika binden soll. Sie heißt Liberale Moderne und wurde von Marie-Louise Beck und Ralf Füchs gegründet. Gesellschafter sind unter anderem der SPD-Bundestagsabgeordnete Weißkirchen, Alexander von Lambsdorff, die stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung, Leuthäuser Schnarrenberger und der ehemalige US-Botschafter John Kornblum. Beirat sitzen unter anderem der konservative Publizist Ahmad Mansur und der CDU-Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz. Doch warum ist das überhaupt relevant? Nun, das Ziel dieser Stiftung ist es, wie gesagt, Deutschland immer enger an den USA zu orientieren. Und hier versucht man offenbar, um dieses Ziel zu erreichen, eine Allparteienkoalition zu bilden. Und die Stiftung ist auch nicht gerade uneinflussreich. Sie wurde jüngst vom Bundespresseamt mit einer 500.000 Euro unterstützt.